Herzlich willkommen zum ersten Kapitel. In diesem Kapitel geht es um das World Wide Web, um das Internet, die Geschichte von beiden und deren Organisation. Ich fange mal ganz grundsätzlich an. Ein Informationssystem ist ein soziotechnisches System, dessen Aufgabe es ist, Informationsbedürfnisse zu erfüllen. Soziotechnisch deshalb, weil Mensch, Aufgabe und Technik miteinander verknüpft sind. Der Mensch, der das System benutzt oder vielleicht auch entwickelt, die Aufgabe, das Informationsbedürfnis, was erfüllt oder die Aufgabe, die gelöst werden soll, und die Technik, Soft- und Hardware des Systems. Solche Systeme sind offen in dem Sinne, dass man an sie ran kann, etwas an sie anschließen kann, dass sie mit der Umwelt interagieren, sei es über Sensorik, sei es über unsere Eingaben. Sie verändern sich, zum Beispiel durch Lernprozesse. Denken Sie an Klassifizierer, die durch Eingaben lernen, ob etwas gut oder schlecht ist. Sie sind komplex, weil sie eine große Anzahl verschiedener Dinge verknüpfen. Ein webbasiertes Informationssystem nun ist genauso ein Informationssystem, nur dass es im Großen und Ganzen auf den Spezifikationen des World Wide Web Konsortiums beruht und diese Informationsbedürfnisse mit und über das Internet bzw. das World Wide Web erfüllen soll. Wir haben Zugriff, Eingabe und Aktualisierung von Informationen mit Hilfe des World Wide Webs, wenn wir selbst was suchen. Die Mensch-Computer-Interaktion, aber mindestens genauso wichtig und in Zukunft mit großer Bedeutung gewinnend die Computer-Computer-Interaktion. Rechner unterhalten sich mit Rechnern. Wir sprechen jetzt die ganze Zeit über das World Wide Web und das Internet und ich möchte dafür kurz die Definition geben. Die Definitionen sind jetzt nicht so großartig und kompliziert, aber dann sind sie schon mal an einer Stelle genannt worden. Wir nennen ein Netz von Dokumenten unterschiedlicher Typen im Internet, das durch Links- oder Hypertext-Verknüpfungen miteinander verbunden sind, das World Wide Web. Und das Internet ist einfach eine Gruppe verbundener Rechnernetze. Das Besondere beim Internet ist, dass zwar eine bestimmte Technologie verbunden wird und benutzt wird, aber die Rechner selbst und die einzelnen Netze selbst von unterschiedlicher Technizität und Art sein können. Das Internet ermöglicht, verschiedene Rechnerarten als homogen erscheinen zu lassen. Schwerpunkt dieser Vorlesung ist die technische Realisierung von solchen webbasierten Informationssystemen. Das World Wide Web sollte nicht mit dem Internet verwechselt werden. Das World Wide Web ist ein Dienst, nämlich die Hyperlink-Verknüpfungstechnologie auf dem Internet.